herzlich willkommen bei Surpers auf dem Kanal. Wir haben uns schon länger mal überlegt, etwas zu machen am Licht bei uns im Bulli. Und jetzt sind wir in Bern an der Messe gsi, Swiss Caravan. Und sind dort beim Baschnagel am Stand gsi. Und dann haben wir die Laser Lamps gesehen. Und jetzt habe ich schon ein paar Mal angeschaut. Das ist aber eine recht teure Sache, hin und her. Und jetzt kommt wieder die dunkle Zeit. Und jetzt bin ich mal im Dunkeln wieder heimgefahren und einfach entschlossen, wir wollen etwas am Licht machen. Einfach, dass man in der Nacht anständig Licht hat. Ich muss dazu sagen, wir haben nicht LED-Lampen drin. Wir haben nur Halogen-Scheinwerfer. Ja, und darum sind wir jetzt unterwegs, Richtung Windisch, zum Baschnagel. Also wir haben jetzt das Auto abgegeben, Baschnagel, und er hat uns freundlicherweise noch ins Städtli gefahren. Natürlich mit unserem Auto, ja. Aber trotzdem sehr zuvorkommend. Und wir erkunden jetzt ein bisschen Bruck. Und sobald es auch fertig ist, gibt es das Telefon und dann holt er uns wieder hier ab. Wir haben gerade das Telefon bekommen und werden jetzt wieder abgeholt. Und in wenigen Sekunden sehen wir, wie die Laser Lamps an unserem Bulli aussehen. Yeah! Ich finde sie voll geil und sie sind abartig hell, was man am Tag mal gesehen hat. Aber es gibt natürlich auch noch Aufnahmen von der Nacht und die kommen jetzt. Es gibt noch andere News bei uns. Und zwar haben wir unsere Wohnung gekündigt und sind aktuell voll im Zögelstress. Wir haben hier einen Karton, der schon mal darauf hinweist, dass jetzt ein Umzug bevorsteht. Dann haben wir, ich weiß nämlich gar nicht, wo anfangen, mal die Vorhänge weggenommen. Und es tönt ganz anders in der Wohnung und es sieht schon ganz anders aus, ja. Dann haben wir hier schon Regal geräumt. Und vor allem mal den Kasten aufräumen. Und dann kommt il grande buffo. Also, Schachteln für zum Zügeln, Sachen zum Entsorgen, Wäsche wird parallel auch noch gewaschen, plus liegt die nächste schon bereit zum Waschen. Dann haben wir eine Ghetto auf dem Tisch, ein Ghetto am Boden und ein Ghetto beim Sofa hinten. Weeeee, haben wir gut gemacht, he? Hier haben wir die Vorhänge auch schon weg. Die sind noch hier als einzige. Ja. Genau. Und draußen auf dem Balkon haben wir auch schon einen Buff. Ja. Zügeln. Das Schönste im Leben. Nein, leider haben wir nicht die Wohnung gekündigt und gehen auf grosse Reise. Leider, leider nicht. Sondern wir haben die Wohnung gekündigt, um Geld zu sparen. Wir machen ein kleines Downgrading.
und können so viel Geld sparen. Aber das Geld ist auch zum Reisen gedacht. Wir haben eine grosse Reise geplant, weil diesmal längere Zeit geht. Aber das verraten wir euch noch nicht. Aber es ist so, wie gesagt, dass wir zügeln. Aus dem Grund, weil wir einfach mehr Geld und mehr Zeit fürs Reisen investieren wollen. Ende Monat ist es dann soweit. Und wir müssen raus aus der alten Wohnung. Und darum haben wir jetzt noch ganz viele Kisten zum Packen und Sachen zum Fortschießen. Und wir hassen irgendwie einfach zügeln. Aber es ist ja für einen guten Zweck und für das, was wir vorhaben. Die grosse Reise ist dann eigentlich geplant, wenn alles klappt, es ist noch nicht ganz sicher, dass wir einen Monat unbezahlt nehmen könnten, einen Monat Ferien, sodass wir zwei Monate unterwegs sein können. Und das haben wir geplant im Mai und im Juni. Mehr können wir leider noch nicht dazu sagen. Also ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen gegen oben. Abonniert den Kanal, das ist nämlich völlig kostenlos. Und es sind immer noch zwischen 80-90% von euch, die die Videos zwar schauen, aber den Kanal nicht abonnieren. Also ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch dabei und bis dann. Tschüssi!